So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Wonder, das letzte Mal haben wir den oberen Teil der Mine erledigt und gehen jetzt weiter runter. Beziehungsweise eigentlich haben wir noch gar nichts in der Mine erledigt, sondern ich glaube, wir gehen jetzt erst so richtig in die Mine rein. Wir zahlen hier jedenfalls 6 Samen und begeben uns in Expedition 1, die Blob-Blob-Ruinen. Ja, jetzt geht's nämlich so richtig erst in die Mine. Okay, das erinnert total an so einen Schleim aus Mario Land 2 and the 6 Golden Coins. Wenn ihr dieses unfassbar gute Spiel nicht kennt, habe ich Let's Played. Vor vielen, vielen Jahren. Aber kann man sich immer noch angucken. Mario Land 2 and the 6 Golden Coins. Großartiges Gameboy-Spiel. So. Da gibt es nämlich auch so Schleim-Level. Das ist ähnlich, aber nicht ganz so. Der Schleim hier verhält sich doch noch ein bisschen anders. Man könnte sagen, dieser Schleim hier ist noch etwas realistischer als der in 6 Golden Coins. Oh, das muss der kaputt machen. Okay, ich verstehe. So. Oh, da ist doch schon was. Das ist jetzt nicht so gut. Jetzt ist es weg, ne? Ja, geil. Ja, geil. Okay, ich hoffe, da kommt gleich die Fahne. Scheiße. Ja, dann... Aber ich kann vielleicht den Raum neu starten. Warte mal. Oder es ist nur ein Leben. Wenn es nur ein Leben ist... Und hier ist die 10er-Münze. Wenn wir jetzt keine verpasst haben, ist alles gut. Okay, dann ist es nur ein Leben. Dann kann ich auf die Blase verzichten. Aber hier bin ich jetzt auch sehr auf die Wunderblume gespannt, was die mit dem Schleim anstellt. Das kann ja eigentlich nur lustig werden. Da ist sie auch schon. Ich werde selber zum Schleim. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Aber ich weiß jetzt schon, dass mir der Abschnitt wieder viel zu kurz sein wird. Das ist viel zu cool. Das ist viel zu cool. Das ist viel zu cool. Oh, können wir ein ganzes Level so bekommen? Oh, das ist so cool. Ja, was heißt ein ganzes Level? Ein ganzes Spiel hätte ich gerne so. Okay, das war ein super cooler Abschnitt. Großer Fan. Großer Fan. Aber ich sehe schon wieder was. Mir ist da schon wieder was aufgefallen. Ich weiß jetzt halt nicht. Ich muss es ausprobieren, Leute. Es tut mir leid. Aber wahrscheinlich wird es am Ende nur zu einem Leben führen. Wahrscheinlich wird es am Ende nur zu einem Leben, aber ich muss es ausprobieren. Yeah.
Da bist du ja. Ich kann nicht glauben, du hast den richtigen Ausgang gleich beim ersten Besuch gefunden. Selbst ich verlaufe mich da meist. Ja. Stimmt ja. Ja, wow. Der ist mir richtig wichtig. Ich hatte nur 37, jetzt habe ich 38. Danke. Ich meine, hier kann kein Secret Exit sein eigentlich, ne? Aber ich muss trotzdem rausfinden, was da ist. Ich habe was gesehen und ich muss das rausfinden. Es tut mir leid. Die Zeit müsst ihr mir jetzt kurz geben. Ich beeile mich auch. Das Problem ist, ich sage, ich beeile mich. Aber ich kann mich durch den Schleim nicht beeilen. Ich beeile mich so schleimtechnisch, wie es geht. Okay, cool. Wir sind ja schon wieder hier. Jetzt können wir auch die Blase nochmal probieren, um festzustellen, dass es wirklich nur ein Leben ist. Ah, es ist sogar nur ein Power-Up. Ja, auch gut. So, ach nee, ich muss das ja so auslösen. So. Wie sollte eigentlich gesagt, du hast den richtigen Weg gleich beim ersten Mal gefunden? Es gab doch nur den einen Weg, oder? Also man kann doch gar keinen anderen Weg gehen. Du kannst doch nur hier unten längs. So, und jetzt will ich aber wissen, was da drüben ist. Ach, verdammt. Das muss ich... Ich muss das in Zukunft testen, bevor ich den normalen Exit gehe. Ja? Ich muss das in Zukunft testen, bevor ich den normalen Exit gehe. Weil ich sehe es ja und eigentlich habe ich dann ja, bevor ich hier reingehe, die Zeit, das zu überprüfen. Und wenn ich dann feststelle, es führt zu einem Secret Exit, dann ist ja eh klar, dass ich den Normal Exit noch machen muss. Aber dann erst zu sagen, okay, ich probiere es nachher, ist ja Quatsch, wenn ich es eh schon jetzt probieren kann. Ja, okay, aber es war ein schönes Secret. So, Abzeichentest Rankenschuss 1. Okay, kennen wir noch nicht. Let's go. Neues Abzeichen für uns. Was kann ich denn damit machen? Okay. Oha. Einfach Greifhaken. Ja, Bruder, damit komme ich ja noch leichter an Wänden hoch. Das ist ja ein cooles Abzeichen. Ich meine, jetzt in dem Fall braucht man es ja sowieso, weil es ja hier für den Test ist. Aber wenn ich mir jetzt an, wenn ich jetzt an viele verschiedene Stellen denke, wo uns da schon was gebracht hätte, ja, das ist sehr cool. Das werden wir durchaus ich lasse den jetzt hier. Ah, warte, von hier aus, ne? Ah ja, klar. Na, das werden wir durchaus noch öfter benutzen. LOL, damit kann ich mich an dieses Ding ranziehen. Okay, das ist auch cool.
Und ich habe gerade gesehen, wir spielen gerade die ganze Zeit mit 999 lila Münzen. Ich hatte vergessen, dass man die ja aufbrauchen muss. Oh Mist. Ich habe die ganze Zeit jetzt lila Münzen eingesammelt. Und sie nützen mir einfach gar nichts, weil ich zu viele habe. Scheiße. Wir müssen mal wieder ganz schnell Geld ausgeben. Neu. Nicht neu. 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 Nicht neu. Neu. Nicht neu. Neu. Nicht neu. Nicht neu. Neu. Alter, wenn uns da nur noch eines fehlt, ne? Ich krieg die Krise. Aber ich glaube, wir hatten irgendwann schon mal eine Möglichkeit gefunden, wie man die besser kaufen kann, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Irgendwo gab es einen richtigen Aufstellerladen oder irgend sowas. Ich glaube es, ich weiß es nicht mehr sicher. Aber wir haben jetzt die Hälfte. 77 von 144, ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt schon geringer, ein neues zu bekommen, als ein altes zu bekommen. Das ist uff. Das ist ganz großes Uff. Aber es ist gute Möglichkeit, jetzt hier mal kurz ein paar Münzen loszuwerden. So, wir machen bis 600, dann ist gut. Aber man konnte, ich glaube, das war bei der Secret Exit Welt oder so, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo konnte man die besser einkaufen, da war irgendwas. Ich kann mich nur nicht mehr dran erinnern. Aber irgendwas war da, das weiß ich noch. So, das ist Expedition 2, ne? Yo, let's go. Die Wackelruinen. Okay, hier wollen wir eine Seifenblasenfähigkeit. Ich verstehe. Aber da ist nichts weiter. Oh, Bruder. Es wird aber jetzt auch sehr interessant hier. Ja. Die Secrets zu finden. Weil man hier nämlich durchaus schnell was verpassen kann. So habe ich mir das schon vorgestellt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Aber das ist nur ein Leben, ne? Ja. Okay. Okay. Easy. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Nein, dann weiter. Okay, Midway. Hier ist eine neue Blubberblase wahrscheinlich drin. Ja. Gehen wir mit. Hier geht's auch nicht hoch. Okay. Soweit, so gut. Ah, ich sehe schon was. Ich würde tatsächlich mal da unten reingehen. Ja. Es war viel zu offensichtlich. Okay, damit haben wir alles. Fehlt nur noch das, was wir eh automatisch eigentlich mitnehmen normalerweise. Wenn man es nicht wieder verpassen kann.
Aber ich glaube nicht. Da ist sie nämlich auch schon. Habe ich gedacht. Ach so, die Dinger lösen das jetzt aus. Ich verstehe. Ich muss wahrscheinlich alle Pflanzen auslösen. Und dann taucht wahrscheinlich irgendwann die Dings auf. Auf den drauf, weg ist er. Kommt der wieder? Ja, die kommt wieder, okay. Aber der kommt nicht wieder. Wieso kommt denn nur der wieder? Hä, wieso kommt denn nur der wieder? Das ist jetzt nicht so gut. Der kommt immer wieder. Ah, jetzt ist der wieder da. Okay, okay, alles gut. Alles gut. So, und hier ist hundertprozentig die Wunderblume drin. Ja, sehr gut. Lol, da ist es ja schon eine Herausforderung, die überhaupt auszulösen. Und jetzt hier raus, okay. Ich meine, bisher haben wir ja nicht erlebt, dass die Zeit irgendwie dramatisch war, deswegen. Ja, wow, da ist das Ding schon. Ich habe noch eine Minute gehabt, das einzusammeln. Es ist nicht so schwierig gewesen. Es ist ein bisschen einfach, die Missionen, aber hey, es ist okay. Oh, scheiße. Ey, das war so Karma, ne? Aber ich hab den jetzt. Der zählt als eingesammelt, ne? Ja. Ja, das war jetzt so krasses Karma einfach. Das. Aber es. Trotzdem sind die Missionen einfach. Auch wenn ich gerade eben jetzt draufgegangen bin. Trotzdem sind die Missionen einfach. Ich wollte halt sagen, von der Zeit her und so, ne? Es entsteht halt überhaupt kein Zeitdruck. Das ist ja auch in Ordnung, es muss ja kein Zeitdruck entstehen. Aber es ist halt einfach. Daran ändert sich ja nichts. Sonst löst ihr einfach mal nicht die Dinger hier aus. Dann kommen wir nämlich auch easy in die Flagge rein. Na, so nämlich. Wait, ich muss den unteren Exit nehmen. Ach, leck mich doch, fett. Ich muss den unteren... Wow. Oh, come on. Oh, das ist dumm. Das habe ich wieder nicht gerafft, ich Depp. Das habe ich Volltrottel wieder nicht gerafft.
Ach, so ein Blödsinn. Komm her. Also echt so ein Käse. Nein, ich hätte ihn eher auslösen können. Aber ich war wieder zu langsam. Bruder, lass mich da hoch jetzt. Ja. Und dann muss man diesen Exit hier nehmen. Ah, man muss aber auch den Exit, okay. Ja gut, wusste ich nicht. Jetzt wissen wir es. Das Spiel verarscht mich ganz schön in den Minen, ne? So. Jetzt erzählst du mir wieder was von, dass ich den richtigen Weg gefunden habe, oder was ist los? Ja, habe ich. Die letzten Ruinen liegen voraus. Wir treffen uns schon später wieder. Ja, komm, behalt ihn einfach. So, tiefer rein in die Mine. Okay, haben wir direkt die Kampfparty. Let's go. Wir nehmen wieder den Bohrer. Mit dem Bohrer bin ich das letzte Mal richtig gut gefahren. Wir können ja als Alternative noch den Elefant mitnehmen, falls der Bohrer irgendwo nicht so gut ist. Hä? Oh! Das habe ich zu spät gerafft. Oh, das habe ich viel zu spät gerafft, was ich hier machen soll. Oh je. Das hat jetzt Zeit gekostet. Eieiei. Okay, die sind easy. Dafür war der Bohrer sogar sehr gut. Weil der mich vor den Nüssen geschützt hat, die runterfallen können. Jetzt muss ich die Türen finden, die kaputt gehen, oder was? Okay. Sehr gut. Okay, das ging relativ schnell. Ich hoffe, dass das mit der Zeit mir zurückgegeben hat. Okay, jetzt nur noch die Dinger. Ich bin zu langsam. Alter, geh kaputt jetzt. Nein, das ist nicht gut. Oi, 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 oi.
das dauert alles zu lange hier. Rein da. 89. Oh mein Gott. Die... Alter. Alter. Gerade so. Boah. Das hätte mich geärgert, wenn ich jetzt bei 90 drüber gewesen wäre. Das hätte mich jetzt so brutal geärgert, wenn ich bei 90 drüber gewesen wäre. Oh mein Gott, wie knapp soll es sein? Ja. Holy moly. So, letzte Expedition hier, ne? Giftruinen, let's go! Aber der hat einen Secret Exit, das sehe ich von hier. Der hat hundertprozentigen Secret Exit. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken, wir haben es nach unten geschafft. Ja, alles gut. Yo, hi! Ich wusste, dass ich da hoch kann. Okay, war allerdings jetzt nicht so das krasse Secret, was ich erwartet hatte. Schade. Okay, was löst du alles aus? Okay. Man muss da runter. Na gut. Dann Abflug. Okay. Ich war gerade komplett auf was anderes fokussiert. Lol. Das war nicht so klug von mir. Als wäre es jetzt ein wichtiges Secret, aber dass ich es verpasst habe, ärgert mich trotzdem. Okay. Ich habe halt Bedenken, ich habe noch keine einzige lila Münze. Okay, alles klar. Wait, wie komme ich jetzt da hoch? Mit den Dingern, oder was? Ah, ja, 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 okay, okay, I see, I see. Bruder. Aber hier drüben, ja, hier ist doch auch was. Wie? Ja, ich meine, okay, ich komme so da theoretisch hin. Okay, das ist Nummer 2. Ich glaube, ich habe gerade ganz viel geskippt. Ich glaube, da soll man anders hoch, aber es ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe durch den Fallschirm gerade ein bisschen was geskippt. Aber wie gesagt, das ist okay. LOL! Hier ist die Blume. Oh ja, wir sind wieder der Slime. Da war die Freude über den Slime etwas größer als das Hirn. Ah. Ey, wie cool. Wie cool aber, dass wir wieder Slime spielen dürfen. Feier ich. Ich feiere den Slime so sehr, ne? Ja, okay, wir haben ja schon gesagt, es gibt einen Secret Exit. Das heißt, der Slime hängt mit der... Der Secret Exit hängt mit der Wunderblume zusammen, okay.
Oder das ist wieder der, das ist wieder der normale Exit, der eh nicht funktioniert. Das kann auch sein. Ja, hier ist ja auch nichts. Guck mal, hier ist ja auch nichts dahinter. Das wäre wieder dieser Exit, wo der dann einfach nur ausgelöst wird und Mario guckt dann so in die Röhre. Okay, das heißt, wir haben noch keinen... Das ist noch nicht der Secret-Exit-Weg. Boah, das war knapp. Aber wir haben auch noch nicht die dritte Münze, ne? Ja. Oh, no. Das habe ich nicht... Oh, das habe ich nicht gewusst. Aber ich finde es echt cool, dass sie den Slime wieder rausgeholt haben. Der Slime ist so ein gutes Gimmick. Mehr Level mit dem Slime. Mehr Level mit dem Slime. Das Ding ist so cool. Das Ding ist so cool einfach. Bruder, Vorsicht. Jetzt bleibe ich einfach drauf. Ich habe ja festgestellt, ich muss gar nicht darunter. Na? Ich war ungeduldig. Ich war ungeduldig, ich gebe es zu. So, jetzt aber. Genau. Die Frage ist nur, bin ich jetzt wieder ungeduldig, ne? Ich kenne mich ja. Das Ding, das fährt halt so langsam darüber. Und ich wollte eigentlich... kann ich es riskieren? Wir probieren es nochmal. Das müsste schon gehen. Oh Gott. Ey, das ist aber echt kritisch, was ich da mache. Okay, wenn ich da einmal rübergegangen wäre, vorher hätte ich es gesehen. Dann hätte ich es gesehen, dass ich hier so rum nur hin kann. Ups. Ah, und jetzt sind wir nämlich hier, wo wir vorhin gesehen haben, dass wir... Ich habe gerade echt Angst. Was, wo? Okay, so rum. Ich dachte, ich werde wieder zerquetscht, ne? Okay, wofür waren jetzt die Kreise da unten? Ach so. Einfach nur, um ein bisschen mehr Spaß zu haben. Finde ich gut. Ey, ich will ein komplettes Spiel mit dem Gimmick. Das ist so gut gemacht einfach. Das ist so unfassbar gut gemacht, ne? Und alleine dieser Abschnitt hier auch schon wieder, das ist so... Oh, ich liebe es. Zack. Und da ist er. Da ist er. Ey, dieser Abschnitt ist so cool. Das ganze Level ist großartig. Alles mit diesem Gimmick ist großartig. Ich liebe es.
So, aber jetzt haben wir trotzdem keinen Secret Exit gefunden. Vielleicht gibt's doch keinen. Aber wenn es keinen gibt, muss es noch mehr Level hier geben. Weil irgendein Weg muss ja wieder in diese Spezialwelt führen. Na? Nee, hier gibt's keinen Secret Exit. Ist okay. Ja, dann geht's noch weiter. Alles gut, alles gut. Ja. Alles klar. Krieg ich wieder ein Leben? Natürlich. Ja, ja, hier ist noch ein Level, okay. Poplins in Not. Aber das ist nur ein Story-Level. Das hat ja nur einen Samen. Das ist nur ein Story-Level. Das ist nichts... Ah, okay. Nein, es ist kein Story-Level, es ist ein Gimmick-Level. Oh, bitte mit Slime. Bitte nochmal Slime. Ich krieg die... Bitte Slime. Ja! Alter Nintendo, ihr wisst, was gut ist. Alter, mit der... Ich weiß nicht, was es ist. Das ist das beste Gimmick des Spiels. Real Talk. Okay, es ist leider kein... Ah, schade. Es ist leider kein herausforderndes Level gewesen. Aber mit dem Slime fortbewegen ist einfach so cool. Was? Wir sind gerettet. Ich krieg doch nicht jetzt schon den Königssamen. Ohne Bosskampf. War das in Welt 3 auch so? Hatten wir, ich glaube, in Welt 3 hatten wir auch keinen Bosskampf. Kann das sein? Gehen wir nach Hause. Aber dann fehlt jetzt immer noch ein Level, was mich in die Spezialwelt bringt. Nee, 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 hier nicht, stopp. Hier fehlt noch was. Hier fehlt doch noch was. Ich habe alle Wundersamen in der Fungimine gefunden. Nee, hallo, ich will das... Hallo, okay. Hä, haben wir echt kein Secret... Gibt es echt kein Secret... Gibt es von Welt 5 wirklich keinen? Ich bin verwirrt. Okay, wir gehen direkt auf Mutter. Okay. Das verwirrt mich jetzt aber schon so ein bisschen. Also. Mal hier, diese Spezialwelt, ne? Genau, da ist der Aufstellerladen. So war das. Da gab es einen extra Laden für Aufsteller. Und da konnte man spezielle Aufsteller... Genau, so war das. Da konnte man dann die kaufen, die einem gefehlt haben. Ja. So ein Ding war das. Ja, okay. Sehr gut. So, aber jetzt mal Retalk. Hier haben wir noch keinen Weg. Hier haben wir noch keinen Weg. Hier haben wir noch keinen Weg.
Das hier war aus Welt 4. Das war aus Welt 3. Das war aus Welt 2. Wir haben aus jeder Welt einen Weg gefunden. Das erzählst du mir nicht, dass Welt 5 mich hierher führt. Das erzählst du mir nicht. Hier sind drei Wege offen. Ich meine, der Weg führt wahrscheinlich am Ende runter. So. Aber das hier ist aus Welt 5 und das hier ist aus Welt 6. Hundertprozentig. Aber ist nicht jeder Secret Exit auch mit einem Wundersamen? Ich werde es im Hinterkopf behalten. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Aber ich bin ein bisschen irritiert, dass hier nichts war. Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon. Die haben wir schon gefunden, aber danke dafür. Ja, na gut. Wie gesagt, ich werde es mal im Hinterkopf behalten. Ich glaube, es gibt hier noch einen Secret Exit. Aber der Secret Exit wäre ja eigentlich mit einem neuen Samen verbunden. Und das Spiel hat ja gesagt, ich habe alle Samen in der Welt 5. Naja, danke fürs Zuschauen. Ich bin verwirrt, aber es ist okay. Und tschüss.